mit dem Barra. Servus Barra. Wer Bock hat, kann ihm gerne auf Instagram folgen und der Barra generell wird eingeblendet. Ja? Unseren Instagram-Kanal natürlich auch folgen. Ja? Und da kriegt ihr die ganzen neuen Sachen halt mit. Ja? Und der Barra, der kämpft Ende August das erste Mal jetzt ist bei uns bei Mainz eine Veranstaltung und zwar Nubia Sports Fight Night. Ja, und da ist er bei den Newcomern dann das erste Mal quasi im Vollkontakt im K1 zu sehen. Sind in der Vorbereitung und geben schön Gas. Es sind noch zwei weitere, die von uns da kämpfen und bin mal gespannt, wie es wird. So, und mit dem Barra zeige ich euch jetzt mal einen Kick vor. Und zwar zum Ehren. Das ist jetzt so ein bisschen für die Zauberer. Ja, das normale Kicken, ja, das seht ihr ja immer. Einfach mal die Handschuhe auf eine Seite und dann hier, rein, andere Seite, ja. Hart kicken, ja, kriegen die meisten hin, ja. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Special, ja, ein bisschen Spaß dabei, ein bisschen Distanz, oder? Ja, so, okay, passt mal auf, Leute. Wenn ihr jetzt kickt, habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten, die ich euch jetzt zeige. Und zwar, einmal ist die Möglichkeit, hart reinzukicken, ja, oder drei quasi auch schon. Einmal hart reinkicken und versuchen, mit dem Kick durchzukicken, hier. Ja. So, die nächste Möglichkeit sieht man oft in den traditionellen Kampfsportarten. Ihr kickt und lasst den Kick quasi am Punkt explodieren, ihr schnappt eher. Ja, deshalb, halt mal hin. Ja, eher schnappen. Ja, so. Und die nächste Möglichkeit, die ist nämlich ziemlich geil, die trainiere ich mal sehr gerne. Und zwar, ihr kickt hart rein, ja, lasst das Bein aber zurückspringen. Ui, zurückspringen, wie meine ich das? Das muss man so ein bisschen mit Gefühl so ein bisschen erarbeiten, erahnen. Ja? Und zwar genauso wie ihr das Bein quasi vom Boden auf hochspringen lassen könnt, ja, könnt ihr das Bein vom Gegner aus wieder zurückspringen lassen. Ja, im letzten Moment wird er quasi auf den Kopf und drückt das Bein wieder weg. Und dadurch kriegt ihr so viel Power rein, dass die Hüfte wieder zurückschießt. Ja, quasi. Ja, erhält. Ja, und dann schießt die Hüfte zurück. Das ist nicht hier reinkicken, puh, und versuchen die Hüfte zurückzudrehen. Ja, sondern ihr drückt das Bein richtig vom, also mit dem Kick quasi vom Gegner wieder zurück weg. Ja, und dadurch kriegt ihr eine Möglichkeit hin, halt auf die andere Seite. Und zwar mit dem hinteren Bein, das ist, glaube ich, oder stell ich mal hier rüber? Genau, mit dem hinteren Bein, das ist für die meisten ja wahrscheinlich interessant. Ja? So, hart zu kicken hier. Eins, boom, lasst es zurückspringen. Und da kriegt ihr einen richtig geilen Dreh rein. Hier, eins, wupp, zwei, das Ding ist sehr flott drin. Und mit ein bisschen Übung, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, hier, eins, zurückspringen lassen, hinten auf halbe Höhe. Und jetzt geht das Bein von hinten direkt als Eichen rein. Weiter. Ja, das heißt, aus dem Kampf halt man für den links-rechts. Links, rechts, rechts, kick, springen lassen. Boom. Und dann den Backkick rein. Ja. Und wenn ihr das dann ein bisschen besser könnt, macht ihr das Ganze ohne das Bein abzusetzen. Ja. Jetzt nur mal für den Kick. Ihr kickt rein hier. Eins, ich habe schon länger nicht mehr trainiert. So, nochmal. Eins, einmal rum, und locker den Kick bringen. Ja? Das geht natürlich noch schneller, wenn ihr das Feeling auf den Beinen dafür bekommt, mit dem Drehen. Ja? Also ihr habt nicht nur die Vorlage für den Sidekick hier, eins, sondern auch super, der Hookie. Gleich kicke ich, du machst einen Schritt zurück und hältst die Handschuhe. Ja? Der Hookie dann, eins, zurück, ja, und hoch das Ding. Und das Ganze geht sehr flott, ja, nochmal, der Hookie. Eins, whoop, hey, und rein. Ja. Puh. Und wie gesagt, wenn ihr es schafft, mit der Drehung ohne abzusetzen, das wäre der Königsklasse. Ich glaube, die Taekwondo-Leute, die sind da nochmal ein bisschen besser, besser dran, weil eben das Training auch in die Richtung eher ausgelegt ist. Ja. Mit dem Tricking quasi beim Kicking. So. Ich hoffe, das macht Spaß und schreibt mir mal ruhig in die Kommentare, wenn ihr das mal probiert habt, ob das geklappt hat mit dieser Rückstoßwirkung. Ja, das heißt, wenn ihr kickt, dass ihr das Bein zurückgestoßen bekommt. Okay? Ja, und nicht reinkicken hier, boom, und dann das Bein zurückführen. Ja, das wäre interessant. Geil. Ansonsten schaut gerne beim Barra auf seinem Instagram-Kanal vorbei, bei uns auch. Leute, und teilt das Video sehr gerne, diskutiert mit euren Trainern über das Video. Ja, vielleicht hat der ein oder andere Trainer Bock drauf, das auch quasi im Training mal zu verwenden oder auszuprobieren. Ja, ich bin für alles offen
und gebt uns sehr gerne ein Like. Gell? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.